Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Heute geht's in die große Etappe. Ja, die Regenreifen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich muss nur kurz luschern. Das sollte passen. Obwohl, am Heck lag es eigentlich nicht, ne? Egal. Es wird trotzdem gut, Leute. 3, 2, 1, wir sind unterwegs. 150, links 4 kurz, in rechts 5 kurz, in links 5 kurz, in rechts 6 schneiden und links 4, in links 5 kurz, leicht schneiden, 200. Kuppel mittig halten, rechts 5 Verengung, in links 4 und rechts 6, in rechts 5 kurz. Nicht umkippen, Achtung, danke Mauer. Bremsen, in links 4 macht zu. Und rechts 3, in links 1, innen halten, rechts 4. Links 6, in rechts 4. Und links 5, nochmal von den Flatterbändern aufgehalten wurden. Links 5, kurz, leicht schneiden, 200. Oh, Motor hört sich aber auch nicht mehr so geil an. Leicht schneiden, in links 5, lang. Sehr viel am Stottern. Links 5 leicht schneiden, 200. Schön einhaken. Achtung, rechts 6 kurz, Verengung, in links 5 lang, Verengung. Rechts 6, 30. Scharf bremsen, scharf rechts, boah, nicht schneiden. Links 5 lang. Und links 2 nicht schneiden, so eine Hardcore-Kurve. In rechts 2 schneiden. Links rechts schneiden, 200. Scharf rechts, leicht schneiden. Ich habe diesmal wirklich ein sehr gutes Gefühl für die Stage. Das kann eigentlich nur gut werden, obwohl ich keine Motorleistung habe. Aber vielleicht gerade deshalb. Ja, erste. Links 3 und scharf links leicht schneiden. Erster Sektor grün. Und scharf links in rechts 5 nicht schneiden, macht zu. Und links 3 nicht schneiden, in rechts 2 nicht schneiden. Und rechts voll, in links 4 macht zu. Ups. Und rechts 3. Links 3, 30. Rechts 2 kurz, nicht schneiden, in links 2. Und rechts 3, nicht schneiden, in links 3. Achtung, scharf rechts, nicht schneiden. Oh, okay. Gebremst. Links voll nicht. Nehmen wir einfach mal als Bremsvorgang mit, als alternativer Bremsvorgang. Links 5, kurz 50. So schlimm war das jetzt nicht. Links 6 leicht schneiden, in rechts 5, kurz 30. Mein Auto fiepst. Mittig halten, über Kuppel, Sprung 80. Rechts 5, kurz. Au! In links 5, kurz, innen halten, 80. Oh, die Kurve. Achtung, rechts 4, kurz, in links 5, macht auf. Und rechts 3, 80. Nesca. Doch nicht. Rechts 6, kurz, in links 3. In links 4, kurz, macht zu und rechts 4, nicht schneiden. Und links 4, nicht schneiden, in links 4, kurz. Und rechts 5, in rechts 5, lang, macht zu, 100. Rechts 6 kurz, nicht schneiden, in links. Alter, wie lang? 50. Wahnsinn. Achtung, Haarnadel rechts, leicht schneiden, 80. Links 3 kurz, in rechts 3 lang, nicht schneiden. Und links 4 Verengung, in rechts 4 nicht schneiden. Geht. Links 6 macht zu und rechts 5. Die Kurve ist eine Linkskurve. Kann man mal ein bisschen reindippen? Und links 6 und rechts 5 macht zu, innen halten. Links 5 in rechts 4 macht zu, Verengung 150. Links 5, innen halten, 100. Und rechts 4. In links 6 macht zu, in rechts voll 50. Links 3 nicht schneiden, 100. Nein! Was? Oh, Reifen tot. Shit.
Das ist jetzt ganz viel teuer Zeit. Achtung, links 3 nicht schneiden, 100. Bodenwellen, scharf bremsen, scharf rechts nicht schneiden. Toll. Links voll, das ganze Auto ist zusammengebumst. Und links 3 macht zu, in rechts 5 macht zu, links 3. Das ist jetzt wirklich schlecht. Muss nur mal kurz nachgucken wie den Reifen. Ja, der ist halt tutti tot. Was passiert, wenn ich den wechsle? Kann ich nicht, okay. In links 2,30. Achtung, rechts 3 nicht schneiden, in links 4. In rechts 3. Und links 2 kurz. In rechts 5, in links 5 bremsen. Rechts 4 macht zu, fällt's in links 5,30. Die Rallye abhaken und dann nochmal komplettes Augenmerk links auf die Rallye abhaken. Komplettes Augenmerk auf die ganz große Stage, auf die letzte Stage, die Power Stage, wo wir Punkte für die Top 3 kriegen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Habe ich jetzt die ganze Dings beendet? Come on. Okay, es war einfach nur ein förmlicher Rage-Schritt. Wie gesagt, man hat es ja jetzt gesehen, mit dem Auto war wirklich nichts mehr anzufangen. Deshalb... Da ich hier nichts mehr reißen kann, also hier nichts mehr reißen kann, will ich trotzdem noch diese Rallye hier fahren. Das Auto nochmal komplett auf Vordermann bringen. Na gut, Aufhängung bleibt Fritte, Turbo. Ist eigentlich der Punkt, der mich nach vorne bringt. Lenkung auch wichtig und richtig. Getriebe braucht kein Mensch. Oh, das ist Motor. Das sollte passen. Letzte Stage sollte trockene sein. Ah. Was machen wir denn da? Das ist, glaube ich, nicht das Schnellste, was man machen kann. Das ist das Schnellste. Die entfernen wir. Dann fahren wir nur die letzte Stage. Deshalb wird jetzt mit Köpfchen vorgegangen. Aufgeben. Vielleicht genau. Demnächst wieder. Diese Wertungsprüfung gibt es in DNF. Das machen wir gleich noch einmal. Ja, overall ist da ja nichts mehr zu holen. Ich höre dick Regen. Das ist auch noch nicht die Power Stage. Deshalb quittieren wir die auch nochmal. Du bist der Boss. Und jetzt kommt die Power Stage. Nochmal nachgucken. Gibt's hier noch ein Tutorial? Für hier Power Stage? Top 3 oder Top 5 kriegt Punkte? Das muss ich wirklich mal nachgucken. Ich guck's jetzt nochmal nach. Okay, ich habe nochmal nachgeschaut. In der WC1-Kategorie kriegen die ersten 5. Punkte. Der erste kriegt 5, bis der fünfte kriegt 1 Punkt. Und in der WRC 2 ist das die Top 3. Mit der erste kriegt 3 Punkte und der letzte runtergerechnet kriegt dann 1 Punkt. Nun, rein! 5, 4, jetzt nochmal zusammenreißen. 2, 1, los geht's! 30, rechts 3, macht zu, scharf bremsen, scharf rechts, in links voll 150. Rechts 4 macht zu, leicht schneiden, in links 3 leicht schneiden und rechts 2 leicht schneiden. In Bodenwellen links 4 Verengung und links 4 kurz. Und rechts 5 leicht schneiden, in links 6 80 und links 3 100. Links 4 leicht schneiden, in rechts links 5 leicht schneiden 100. Das sieht gut aus. Ich hab's gejinxt. Rechts 5 lang. In links 5 kurz und links 6 kurz uneben.
In Hanad links, breiter 100. Rechts 6, in links 6. Also nur 2 Zehntel Rückstand. Links 5. Wir auf jeden Fall P1 werden. In links 5 kurz. In rechts 5 lang. Und links 5 kurz. In rechts 2 lang. Und links 3 macht zu mittel. Und links 4 nicht schneiden macht auf. Und rechts 4 innen halten, links 5 nicht schneiden. In rechts 5 nicht schneiden, in links 6 nicht schneiden. Oh. Und rechts 5 mittel, in links 6 150. Achtung, Verengung, links halten. In rechts 4. Und links 4, 80. Rechts 4 mittel, 300. Unterschiedlich Viererkurven sein können. Unfassbar. Die rechts 4 bergauf und dann die links 4 direkt danach. Achtung, rechts 3 scharf schneiden bei Abzweig Mauer innen 150. Oh. Verengung rechts 4 macht zu in links 3. In rechts 5 lang macht zu 100. Rechts 4 Verengung und rechts 4. In links 5, Achtung, 30. Links 3, Überbrücke, Verengung. Rechts 6, macht zu, 4, kurz, 30. Links 4, nicht schneiden, lang. Rechts 4, in links, rechts 6, kurz. Ob jetzt die sich? Links 3, 200. Rechts 4 lang, 100. Achtung, links 5 in rechts 4. Ich habe so kein Vertrauen in die von Kolz. Das ist so widerlich. Links 4 in rechts also die 4 macht zu. Kurvenbezeichnungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die hätten wirklich unterschiedlicher nicht sein können. Die, wie unterschiedlich eng 3, 4 und 5er Kurven waren. Aber einen Punkt habe ich mitgenommen. Manometer. Kroatien, nicht Manuel Lenand, dafür mittlerweile Monaco. Wer hätte das gedacht? Der Trostpunkt. Aber diesmal auch wirklich der Trostpunkt. Oh Wahnsinn, ey. Oh Wahnsinn. Aber wir sind Dritter. Oh. Ach so. Ich habe mich ja gewundert, Andreas Mikkelsen fuhr ja jetzt nicht mit. Der ist in Finnland, in Schweden gefahren. Dafür sind wir nicht in Schweden gefahren. Warum lassen wir das beste Land aus? So eine Scheiße. Was jetzt noch geil wäre, wenn man sehen könnte, wer was jetzt noch fährt an Etappen. Aber interessant zu sehen, dass nicht jeder Fahrer alles fährt. In der WZ2. Das ist ja verrückt. Na gut, ich glaube, hier können wir uns rasch durch X'en. Oh, Moral ist gesunken, aber immer noch auf plus 3. Wichtig und richtig. Na gut, ohne Strafen ist unmöglich bei mir. Beenden Sie die nächsten Rallyes als... Ja, gut, das haben wir erreicht. Perfekt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Crew-Management, ne? Und auch ein bisschen... Das fahren wir morgen. Oh. Ah, hier. Wir haben endlich eine Wartungsetappe. Das ist ja toll. Gut, Status auf 0%. Wäre auch mal auch langsam angebracht. Was kann ich hier im Auto verbessern? Die Modifikation des Aerodynamikpakets. Das Fahrzeug sorgt für mehr Abtrieb, was Bodenhaftung und Kontakt. Kontakt mit Untergrund und generell mehr Haftung. Super wichtig und richtig. Ziele. Uninteressant.
Haben wir neue Leute, die geil sind? Ein Agent, 61er Agent. Agent habe ich eine 68 und sonst keinen. 43, ja nee, die können. Kann ich die schon mal jetzt wegschicken, damit ich ein bisschen hier den Hof aufräumen kann vor Bewerbern? Ja, nee, sonst ist hier nichts Besonderes drin. Deshalb alle raus mit euch. Und sonst kann ich noch irgendwas hier Cooles ausrüsten. Warum hatte ich den 31er Mechaniker drin und nicht den 36er? Fragen über Fragen. Und Finanzmensch nehmen wir mit. Für die große Zwischenfolge. Und dann noch Meteorologe brauchen wir eigentlich nicht, aber bis dahin sollte der, den wir haben, auskuriert sein, oder? Nochmal kurz gucken. Wir packen ihn lieber raus. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Nun, dann würde ich mal sagen, Leute, leider ein sehr doofes Ende. Muss ich zugeben. Kroatien anscheinend für mich eher so ein WRC3-Land statt WRC2. Aber hey, wir sind WM-Dritter. Es ist noch gar nichts verloren. Und Leute, freut euch auf die Zwischenfolge. Weil Zwischenfolgen in der Regel immer nice. Von daher, ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.